Hallo ihr Lieben, heute wie ihr seht wieder ein Video mit Thema Polymerklee und zwar will ich ja mit Harzgießen anfangen und ich habe mir nochmal Form gekauft, habt ihr ja gesehen, gut die ist jetzt ein bisschen dreckig, die wollen wir aber heute auch nicht gleich gießen, die muss ich vorher nochmal sauber machen und ich habe mir überlegt, das erste was ich machen will ist eigentlich ein Aquariumsmotiv. Jetzt habe ich lange überlegt, was mache ich denn? Dann ist mir eingefallen, ich habe ja mal das hier gezeichnet. Wer das Bild größer sehen will, schaut gerne mal auf meiner Seite Kreativträumerei vorbei, da findet ihr es in groß. Und da dachte ich, das ist doch eigentlich kein schlechtes Motiv. Scheiß weg. So. Entschuldigung, ist doch eigentlich kein schlechtes Motiv. Es ist ein bisschen groß, weil ich brauche was ein bisschen mehr in die Breite geht und dafür nicht so hoch. Aber so die Einzelelemente sind eigentlich eine gute Idee. Und deswegen dachte ich, wir nehmen einfach das als grobe Vorlage und ich versuche mal ein paar Sachen daraus jetzt mit Klee zu formen, sodass wir am Ende hier was zusammenstellen können, was ich in der Kugel eingieße. Ich muss natürlich sehr klein und fein arbeiten, deswegen nehme ich euch dann auch noch ein bisschen näher ran. In der Hoffnung, ihr seht das alles gut und dann schauen wir einfach mal, wie gut das geht. Genau, und ich mache mir jetzt gleich nebenher einen Fernseher an, das heißt, der Rest des Videos wird stumm laufen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie in die Kommentare. Ich habe hier schon mal mit Klee so ein Einsteigervideo gemacht. Deswegen werde ich jetzt nicht die ganze Zeit dazu was erzählen.
So, ihr Lieben, ich habe jetzt eine Menge Pflanzen vorbereitet. Es fehlen eigentlich nur noch der Fisch und das Seepferdchen. Was ich noch machen werde, ihr seht, ich habe einiges schon vereinfacht, weil ich einfach sehr klein hier modelliere. Und ich werde auch den Fisch und das Seepferdchen vereinfachen. Also ich werde keinen Clownfisch machen, sondern einfach einen mit orange-weißem Muster. Und ich werde kein gestreiftes Seepferdchen machen, sondern einfach eins mit gelb, mit weißem Bauch. Und dann mit schwarz noch die Details. Genau, und damit machen wir jetzt.
So, ich habe jetzt alle Figuren modelliert, die ich brauche. Was ich jetzt machen werde, ist die auf ein Backblech umlagern, mit Alkohol noch ein bisschen Verunreinigung und Fingerspuren wegmachen. Dann werde ich die backen. Das ist ja Polymerklee, der muss gebacken werden. Wenn alles gebacken und ausgekühlt ist, mache ich dann Teil 2 vom Video, wo wir mit Harz die Kugel füllen werden. Also ich werde UV-Harz nehmen, also UV-Harz, um das zusammenzusetzen. Und ich werde dann mit Epoxy-Harz die Kugel ausgießen. Aber für heute war es das erstmal. Ich wünsche euch also allen einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.